Es ist das Jahr der Stichspiele in Essen dieses Jahr. Über 36 verschiedene kommen raus, unter anderem eins von Martin Wallace, Thomas Lehmann hat eins rausgebracht. Eins ist schon vor 4 Jahren schon rausgekommen. Jetzt kommt die deutsche Version davon raus und zwar heißt es Robotrick. Und das ist eines der besten Stichspiele, die ich überhaupt jemals gespielt habe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist gegeneinander, kein kooperatives Spiel. Wir spielen es genau zu dritt. Man braucht also genau exakt 3 Spieler. Trotzdem sind wir über 4, die quasi spielen. Denn wir haben diesen Roboter, der mitspielt, und der hat auch immer seine Karten absolut offen. Das heißt, wir wissen, diese Karten hat er. Wir wissen, nach welchen Regeln er seine Karten, ne, spielt. Das heißt, wenn er irgendwie rauskommt, dann würde er halt irgendwie hier die erste Karte, die tiefste, von seiner längsten Farbe nehmen, wo er also meisten Karten hat. Ansonsten, wenn es einen Tiebreaker gibt, dann spielt er einfach generell seine niedrigste Karte. Wenn er bedienen kann, bedient er immer mit der niedrigsten Karte. Wenn er nicht bedienen kann, dann nimmt er von da, wo er vielleicht die wenigsten Karten hat. Und ansonsten spielt er generell seine höchste Karte. Und das wissen wir halt schon am Anfang. Und wir wollen jetzt natürlich versuchen, die meisten Punkte in einer Runde zu machen. Dabei, ne, erst kommt er mal raus, das heißt, man kann schon mal gucken, wie spiele ich jetzt, wie bediene ich das Ganze. Immer wenn er den Stich gewinnt, dann bekommen alle von uns ihre Karten als Minuspunkte. Immer wenn irgendjemand aus der Runde den Stich gewinnt, dann nimmt er die Karte und legt die vor sich ab. Und zwar die ersten 3 Karten als Pluspunkte, alle danach dann als Minuspunkte, verdeckt vor sich. Und da können sehr interessante Konstellationen rauskommen, dass man eben auch bestimmte Karten einfach gar nicht haben will, dass man erst spät die Karten bekommen will, dass man auch nicht zu viele Karten bekommen will. Es gibt ja viele Stichspiele, ich meine auch so bei Skat ist es ja so, wenn ich so ein Grand habe, dann spiele ich den einfach runter, kriege ich meine Punkte fertig. Das ist so mega langweilig. Auch wenn ich 0 habe, dann spiele ich den runter, der klappt meistens, außer irgendwo muss ich hoffen, dass Karten irgendwie doppelt sitzen, aber das ist dann auch schon bedingt spannend. Aber hier kann es sein, dass man manchmal ganz schön in Bedrohung kommt, weil man denkt, okay, verdammt, jetzt kriege ich irgendwie wirklich ganz viele Karten und wollte das eigentlich gar nicht, weil jetzt sind das irgendwie alles Minuspunkte und es kann mal sein, dass ich eine Runde statt 10 Pluspunkte 3 Minuspunkte gemacht habe und trotzdem noch die meisten Punkte gemacht habe, weil die anderen noch mehr Minuspunkte gemacht haben. Ich finde, so Stichspiele sind immer relativ schwierig zu beschreiben, dass dabei wirklich so der Gag rüberkommt, aber dieser KI-Spieler, der aber seine Programmierung quasi offen hat, das ist schon nicht uninteressant, zumal das von diesen Karten, ihr seht da oben die 08, da gibt es halt 10 verschiedene von, man nimmt in jeder Runde immer ein paar andere, man tauscht auch pro Runde immer, ne, Karten mit den Nachbarn, das heißt, aus meiner Hand kann ich quasi 2 Karten weitergeben, bekomme halt neue 2 Karten, kann dadurch versuchen, irgendwelche günstigen Konstellationen zu bauen und das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Also wenn ihr Stichspielfan seid und ihr sagt, okay, klingt schon irgendwie gut, aber so ganz habe ich es noch nicht, dann guckt entweder in unseren Stream, ich denke, da dürfte es hoffentlich ganz gut rüberkommen, oder lest euch dazu Kommentare auf Boardgaming durch, für alle Stichspielfans auf jeden Fall ein Tipp, das hat meine Mama auch auf der letzten BSB-Con im Harz gespielt, die ja im April war. Da war Steff Hamburg dabei, die ja auch Age of Steam-Spiele sehr, sehr, sehr mag und eben auch Stichspiele. Und das haben die da auch gespielt, ich glaube mit Spartacus zusammen. Und das kam auch gut an, da werde ich meiner Mama erzählen, dass ich das jetzt auch habe und wir das dann auch irgendwie die nächste spielen können. Wirklich eine sehr, sehr schöne Stichspielempfehlung. Wenn die anderen Stichspiele, die in Essen auch rauskommen, mindestens die Qualität haben, dann ist das ein grandioses Jahr für alle Stichspielfans. Blood on the Clock Tower ist ja das Hype-Party-Social-Deduction-Spiel schlechthin. Ihr seht es hier auch, ne? Party Platz 1. Ich habe davon auch 3-4 Runden vor 2 Jahren ungefähr gespielt, in so einer Runde, die sehr, sehr cool war, die also wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es war irgendwie nicht so meins. Irgendwie so spontan irgendwelche Covergeschichten ausdenken. Wir saßen alle in einer großen Runde und haben halt alle offen miteinander diskutiert. Das, ja, weiß ich auch nicht. Also ihr habt danach immer gesagt, so, ja, diesen Blood and the Clock Tower Hype, ich kann den nicht so ganz nachvollziehen, ist nicht so mein Spiel, aber ich finde toll, dass andere dann Spaß haben. Jetzt war Steff ja letzte Woche hier und meine schon vorher, Ben, den einen Abend kann ich nicht, dann muss ich Blood and the Clock Tower dann spielen. Ich so, ja, okay, ich hoffe, ich kann mitspielen. Ja, kann ich. Und dann waren wir eigentlich eine ganz spannende Runde, weil wir waren irgendwie, ne, Chris und Thomas von Better Board Games waren dabei, Sven vom Brettballett war dabei, der Brettspieldude war dabei, Marcel, bei dem wir gespielt haben, war dabei, Dennis war dabei und ne, also Nico von den Brettagogen war dabei, Michaela aus der Spiel des Jahres Jury. Es waren einfach super, eine tolle Runde, wobei es auch für viele davon eine Erstlingsrunde war. Da war Thomas als Pro-Gamer natürlich der, wo man gesagt hat, okay, was der sagt, hat vielleicht Hand und Fuß, aber wenn er ein Böser ist, dann ja, weiß nicht, ob ich ihm da irgendwie groß trauen kann. Und hier ist es eben so, dass wir online in der großen Runde alle zusammensitzen, man bekommt
vorher seine Rolle zugeteilt. Man kann auch nochmal in der ersten Nachtphase dann durchlesen, ne, was jetzt irgendwie die Rolle Besonderes kann und wie man die irgendwie gut spielen sollte. Hier gibt's dann diese Text- und Voice-Geschichten, die man aufklappen kann. Und da kann man dann auch, während quasi die Tagphase läuft, die ging im ersten Mal so 9 Minuten, kann ich immer mit einem anderen Spieler einladen und mit dem in so ein Separé gehen und dann quasi wie in so einem extra Raum mit dem da einfach reden, mich ein bisschen austauschen, ihm vielleicht was erzählen, irgendwas fragen, irgendwelche kryptischen Botschaften verteilen und dann sagen, okay, gut, ja, danke, reicht, dann gehe ich mit dem nächsten und treffe mich da wieder oder ich berede Sachen in der großen Runde. Natürlich war es hier so, in den ersten 1, 2, 3 Nächten waren immer viele in den Separés, zum Schluss wurde nur noch in der großen Runde geredet und ich hatte natürlich auch das große Glück, dass ich die Rolle Saint bekommen habe. Ich war also ein Guter und meine Funktion war, ich durfte auf gar keinen Fall am Tag bei der Abstimmung, wer hingerichtet werden soll, sterben, weil dann hätten die Guten verloren. Hat natürlich dafür gesorgt, dass ich meine Rolle einfach straightforward spielen konnte und zweifach sagen konnte, Leute, ich bin der Saint, wenn wir mich killen, sind wir aber raus und haben wir die Guten verloren. Ist natürlich auch eine mega gute Rolle, um zu bluffen, denn wenn ich natürlich ein Böser bin und sage, ich bin der Saint, bitte töte mich nicht, dann bin ich auch relativ sicher, aber kein anderer hat die Rolle geclaimed und dadurch haben Leute mir geglaubt oder auch nicht. Natürlich haben die Bösen dann versucht, ein bisschen zu integrieren, aber es haben netterweise auch Leute mitgespielt, die mich schon ein bisschen besser kennen. Die wissen einfach, bei diesen Spielen, ich kann einfach sehr, sehr schlecht bluffen, weswegen ich die auch eigentlich nicht so mag. Vielleicht lag es jetzt hier an der Funktion, dass es mir so gut gefallen hat oder auch einfach an dieser Plattform. Man kann das irgendwie, online gibt es halt diese Plattform, wo einer das irgendwie kaufen muss oder Mitglied sein muss und dann kann er quasi eine ganze Runde einladen. Da kann man das dann spielen. Könnte man vielleicht auch mal als Community-Event machen, wenn man da irgendwie einen guten Moderator findet. Hier haben das halt Stebo und Steff moderiert. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht und es war so knapp. Einmal saß ich dann in der letzten Runde auch auf dem heißen Stuhl und hat sich dann irgendwie anders quasi für mich geopfert und sagen, nee, das können wir nicht machen, dann verlieren wir. Und dann haben wir doch irgendwie den richtigen Imp erwischt und kann dadurch das Ganze dann gewinnen. Wenn ihr jetzt sagt, was erzählt Ben hier eigentlich? Im Prinzip, hätte ich vorher erzählen sollen, ist es einfach ein gepimptes Werwölfe mit ganz vielen verschiedenen Rollen, wo man nicht weiß, welche Rollen jetzt alle drin sind. Und es gibt eben dieses Set an Rollen, das wir jetzt hier drin hatten. Und dann gibt es eben auch noch ein paar andere Settings mit ganz anderen Rollen, die wieder ganz anders interagieren können. Und dadurch, was die Rollen können, was sie nicht können, wer wann welche Funktion erfüllt, ergeben sich einfach bestimmte Dynamiken. Um das Spiel wirklich auf einem richtig guten, geilen Level spielen zu können, muss man schon wirklich 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Partien gespielt haben. Ich glaube, manche aus der Runde hier hatten 150 Partien schon auf dem Buckel und ich kenne einige Leute, die sagen, sie würden am liebsten nichts anderes mehr spielen, weil das einfach so ein geiles Spiel ist. Und ich glaube, also mir persönlich macht das in diesem Online-Rahmen fast am meisten Spaß. Wir haben das auch schon zweimal auf meiner Con gespielt, da habe ich beide Male nicht mitgespielt. Vielleicht, wenn ich da Zeit für finde, spiele ich beim nächsten Mal mit, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr versöhnt mit dem Spiel bin. Aber ich glaube, wenn ich ein Böser bin, dann wird das wieder nicht funktionieren, weil mir das sofort anmerkt. Aber damit kann man auch ein bisschen arbeiten. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Da soll ja jetzt eigentlich auch die deutsche Version von rauskommen. Ich habe noch keinen Newsletter bekommen, wo drin stand, ob die jetzt da ist oder nicht. Aber man kann ja einfach nachgucken. Ende September kommt es an. Also 155 Euro. Wenn man jetzt sagt, oh, teurer Preis, deutsche Version so teuer. Tatsächlich ist die englische Originalversion ähnlich teuer. Also jetzt nicht wegen der deutschen Version besonders teuer. Das Spiel ist einfach so teuer. Aber wenn ihr halt Social Deduction Fans seid, dann lohnt es sich. Es gibt da wahrscheinlich wirklich wenig Besseres. Wobei es natürlich, ne, sowas wie Tempel des Schreckens gibt, was einfach deutlich kleiner ist und was man auch in einer ganz anderen Konstellation spielen kann. Aber also auf der BerlinCon gab es oben auf der Empore in der Gaming Hall so eine Runde, wo das quasi laufend angeboten wurde und immer gespielt wurde. Da waren immer Schlangen, das wollten so unfassbar viele Leute spielen. Das ist schon so ein kleines Hype-Spiel und ja, ich denke dann auch letztlich zurecht. Dann haben wir Animals of Baker Street gespielt. Das ist auch so ein kleines, süßes Familien-Krimi-Spiel im Prinzip. Ich habe jetzt leider hier kein wirklich gutes Foto davon gefunden, aber man sieht das hier so ein bisschen. Da liegt halt so ein Spielplan aus mit verschiedenen Orten, zu denen man gehen kann, mit seinen verschiedenen Charakteren und dann kann man da halt mit Leuten irgendwie reden, interagieren. Jeder hat so eine Charakterkarte, die kann man umdrehen, da sind so bestimmte Anschlusspunkte drauf und wenn ich die dann halt mit der aktuellen Karte verbinde, dann kann ich jetzt mit der Person oder mit was auch immer wieder machen, interagieren, bekomme irgendwelche neue Informationen raus und das ist im Prinzip das war halt sehr süß, das war wirklich absolut Familie, ja, nicht ganz Kinder, aber also eher um das auch wirklich mit jüngeren Kids zu spielen und da war es eben eigentlich eher so, wir könnten stattdessen auch eine Geschichte lesen, aber ich habe das eben auch mit ein paar Leuten gespielt, die eben auch Eltern waren, Kinder hatten, für die es so vom Alter her ganz gut passen könnte, die meinten, ja, man könnte das natürlich als Geschichte einfach vorlesen, aber wenn ich mir das mit meinen Kids vorstelle, dass die was machen, das Ganze irgendwie auch überlegen, wer soll jetzt mit dem reden und das aneinander schieben und sich dann toll fühlen, dann hat das schon auf jeden Fall Sinn und Zweck, aber es ist eigentlich meiner Meinung nach, zumindest der Fall, den ich gespielt habe, jetzt nichts für große
erwachsene Runden, außer die können sich am niedlichen Artwork irgendwie sehr freuen, weil die Fälle schon wirklich sehr einfach waren, das wirklich nur eine Geschichte nacherleben war. Aber wenn ihr halt eine Familie, Neffen, Enkel, was auch immer habt, wo ihr denkt, hey, da könnte das Ganze passen, dann guckt euch das mal näher an. Ne, auf Deutsch heißt es Sherlock's Spürnasen, da könnt ihr mal reingucken. Dann haben wir Cook Islands gespielt. Ein Spiel von Klaus-Jürgen Wrede, das spielerisch gar nicht so mega schlecht war. Es geht auch eher Richtung Familienspiel. Und zwar, ne, haben wir hier so Plättchen, wir haben immer drei Stück auf der Hand. Wenn ich dran bin, kann ich ein Plättchen aufspielen und ich spiele das dann in die Spalte. Also wenn ich jetzt ein zwei Plättchen auf der Hand habe, lege ich es hier ganz unten hin und dann kann ich da auch mit den Schiffen quasi drauf fahren. Da können irgendwelche Sachen drauf sein, irgendwelche Nebelbänke, irgendwelche günstigen Winde. Man kann auch manchmal einfach eine Insel aufdecken, die man sofort in die entsprechende Spalte legt und man kann dann so nach und nach alles erkunden, irgendwelche Schätze heben. Wir können ja so Hütten auf diese Inseln bauen, auf bestimmte Slots. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, ja, bauen wir da irgendwie hin, wo schon Leute wohnen oder nicht? Also es macht so wie diesen klassischen Kolonisierungseindruck. Da habe ich auch meinen Verlag gefragt, ob das so gemeint ist und wenn ja, ob das so sein muss, ob man das nicht auch irgendwie anders hätte darstellen können. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ne, das sind einfach leere Plätze, da bauen wir dann eben diese Hütten hin, die natürlich so ein bisschen indigen wirken. Weiß nicht. Also da muss man gucken, inwiefern einen der Aspekt stört oder nicht. Manche stört es ja gar nicht, andere sagen, finde ich doof, so das kann man heute thematisch auch anders. Design, wenn man jetzt sagt, stört mich nicht, dann ist es eben einfach wirklich ein Spiel, wo ich immer drei Plättchen zur Auswahl habe, gucke, was kann ich machen. Wir wollen natürlich auf diese große Hauptinsel hier, wo es dann die Spots gibt, die mir eben noch 7 Punkte geben. Man kann während des Spiels schon Schätze heben und da irgendwie Punkte für bekommen. Man hat immer zwei Schiffe, mit denen man rumfahren kann. Man kann sich natürlich nur, wenn wir jetzt irgendwie ganz hier unten hingefahren sind, komme ich hier nach links, rechts und ja, unten erstmal nicht weg, weil die anderen Spalten auch dementsprechend weit gespielt werden müssen. Es ist also ich habe ja vom Treffer Verlag im letzten Jahr einige Spiele gespielt. Ich fand die alle echt nicht gut. Die waren maximal mittlerer Durchschnitt. Und da war das jetzt schon auf dem Level, wo es sein will, ganz okay. Ich würde fast sagen, mit das Beste von den Trefferspielen, die ich bisher gespielt habe. Aber jetzt, ob es wirklich eine hundertprozentige Empfehlung sein sollte, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es nochmal auf den Tisch, dann könnt ihr euch das Ganze live nochmal angucken. Muss man einfach abwarten. Dann haben wir Fairy Ring gespielt. Ein Spiel, das jetzt ganz neu bei Asmodee rauskommt und ne, von Repos Production, nur die werden ja von Asmodee quasi vertrieben. Ein relativ interaktives Spiel, bei dem wir uns hier halt so ein Dorf, ne, so ein Pilzdorf quasi bauen. Das ist auch so ein Draftspiel, wir bekommen Karten auf die Hand, suchen uns einen davon aus, legen die hier in den Slot, die anderen Karten, die wir weitergeben, legen wir hier hin und dann decken wir quasi in Spielerreihenfolge die Karte auf und bewegen unsere Fee dann dementsprechend viele Felder, wie hier oben Bewegungspunkte draußen. Das heißt, wenn ich die Karte ausgespielt hätte, würde ich jetzt meine Fee quasi, die gelbe Fee hier, 1, 2, 3, 4 Felder weit bewegen. Und jetzt bin ich ja im anderen Dorf von einem anderen Mitspieler. Das heißt, er würde jetzt diesen Pilz hier aktivieren, würde dafür Punkte bekommen und der Pilz würde ihm einfach Punkte in Höhe seiner Glühwürmchen geben, also 1, 2, 3. Wenn ich jetzt diesen Pilz bei mir im Dorf auch hätte, würde ich den bei mir auch aktivieren und dann würde ich halt in Höhe meiner Glühwürmchen Punkte bekommen. Ich habe den jetzt aber noch nicht, wir sind hier ganz am Anfang der Partie. Und wenn, ne, dann würde quasi jetzt Markus seine Karte aufdecken, würde hier ne, rechts oder links hin spielen und würde dann eben auch seine Fee so weit bewegen, wie die Zahl drauf steht. Und wenn er dann auf eine Karte kommt, die er quasi auch hat, dann würde er die auch bei sich aktivieren, ich aktiviere meine. Und die haben halt alle ganz unterschiedliche Scorings. Also hier die zum Beispiel gibt mir einfach ein Punkt pro Pilz in meinem Dorf, das heißt, es wären schon jetzt drei Pilze. Ich hätte die aber auch stacken können, dann hätte ich halt zwei Punkte pro Pilz in meinem Dorf bekommen. Die können maximal 4 Stockwerke hoch werden, genau wie die hier, ne, dieser Quellbrunnen. Wenn ich einfach drüber fliege, bekomme ich halt einen Punkt und auch wenn andere Leute drüber fliegen, bekomme ich Punkte. Und da kann ich halt noch eine Einser, noch eine Zweier, noch eine Zweierkarte drüber spielen und dann würde ich jedes Mal, wenn irgendein Spieler darüber fliegt, halt schon direkt irgendwie 6 oder 8 Punkte bekommen, je nachdem, was ich da drauf gespielt habe. Oder Markus hat hier so eine Geschichte gehabt, dass da hat er ordentlich Punkte mitgemacht. Wenn er hier drauf landet, kriegt er so viele Punkte, wie der Bewegungswert der Karte war. Und das hat er halt gestackt, hat irgendwie, ich glaube, 3 Karten drauf oder sogar 4. Und in der zweiten Runde kann man auch mal 7 weit fliegen. Das heißt, wenn er dann mit einer 7 drauf gelandet ist, hat er einfach 7 mal 4, also 28 Punkte bekommen, beziehungsweise Mana. Alle 20 Mana konnte man immer in einen Siegpunkt umwandeln. Es war am Ende auch knapp. Wir haben so ne, mit einem Punkt Unterschied gewonnen. Und das ist im Prinzip das Spiel. Also Karten draften, eine aussuchen, die wir in unser Dorf legen wollen. Dann gucken, wofür bekommen die Punkte. Manche halt für die Anzahl der Glühwürmchen, manche einfach fixe Punkte. Hier gibt es zum Beispiel einfach 3 Punkte, wenn man drauf landet. Aber
wenn ich halt noch eine 3er, noch eine 6er, noch eine 7er drauf gespielt habe, bekomme ich da auch schon richtig viele Punkte für. Und so bauen wir uns dann nach und nach unser Dorf. Wir haben zu zweit gespielt, das hat schon funktioniert. Ich kann mir vorstellen, mit 3 oder 4 Leuten ist es noch ein bisschen netter, weil man einfach noch mehr rumkommt, noch mehr in andere Dörfer fliegt und noch mehr gucken möchte, dass man vielleicht selbst auch einfach die Pilze in seinem Dorf hat, die woanders aktiviert werden können, damit man da eben auch Punkte für bekommt, wenn man das irgendwo anders aktiviert. Habe ich jetzt schon gesehen, dass einige Leute das als Familienspiel empfohlen haben und gesagt haben, so, ja, das ist so das neue Familiending. Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Allein durch dieses Draften ist es schon auf jeden Fall ein Spiel für Leute, die sonst gerne spielen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich der durchschnittlichen Familie in die Hand drücken würde. Die können das sicher auch spielen, aber ich glaube, es ist eher ein Familienspiel für Leute, die generell viel spielen. Ich glaube, in dem Segment wird sich das so irgendwo ansiedeln. Da bin ich mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es so wird wie Spellbook. Das hatte letztes Jahr Asmodee, glaube ich, auch auf dem Schirm, dass das vielleicht so ein Hitspiel werden könnte, was auch so Familien oder eine Vielspielerfamilien abholt. Und also meiner Wahrnehmung ist es absolut untergegangen und hat eigentlich keine große Relevanz gehabt. Mal gucken, wie das bei Fairy Ring wird, ob das so das Ding wird oder ob das auch eher so mitschwimmt. Es sind einfach viel zu viele Spiele, die mittlerweile rauskommen. Mal schauen, haben wir bei Montag mit Markus gespielt, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Vielleicht wird das vor der Spiel nochmal in größere Runde auf den Tisch kommen, aber ich fürchte fast nicht. Ne? Hier sieht man das eben auch, dass hier Pilze schon ein bisschen aufgebauter sind und wenn man dann einfach drauf landet, dann kriegt man einfach richtig viele Punkte und ich will den Pilzen eigentlich bei mir auch haben, damit ich auch Punkte dafür bekomme, entsprechend meiner Auslage. Dann haben wir Golden Cup gespielt, ein Spiel von Gabriel Bubola und Simone Luciani hat da mitgemacht. Das ist ein bisschen Richtung Challengers, habe ich auch schon einmal ganz kurz drüber geredet. Ich habe es mittlerweile nochmal gespielt und in der Runde, wo ich es nochmal gespielt habe, hat es den Leuten teilweise besser gefallen als Challengers, weil einfach mehr Spiel drin ist, weil wir haben hier, wenn man sich da einmal das Spielmaterial anguckt, wir haben hier jetzt so ein Board, das sind quasi die Leute, mit denen wir angreifen können. Wir können hier Karten ziehen, Bronze, Silber oder Gold, je nachdem, wie weit wir unser Board upgegradet haben. Wir haben hier so Chips, die wir haben. Wir bekommen, können uns für Geld, das wir haben, wir haben so ein gewisses Einkommen, uns neue Chips kaufen, die Chips aufwerten und wenn wir halt fertig sind, unser Geld ausgeben haben, nichts mehr machen können, dann habe ich auch immer mit einem gemeinsam eine Arena, dann kommen unsere aller Chips in einem Beutel, also von beiden, die ja mitspielen und dann werden die einfach abwechselnd gezogen, hier hingelegt und immer wenn ein Verteidigungsschip gezogen wird, liegt er da einfach. Wenn ein Angriff gezogen wird, gucke ich, hat das andere Team Verteidigung, kann es diesen Angriff komplett verteidigen, weil es einen gleich hohen Wert hat, dann passiert nichts. Wenn es aber drüber geht, dann gucke ich halt, bin ich plus 1 drüber, greife ich mit dem hier an, bin ich plus 2 drüber, greife ich mit dem an, bin ich plus 3 drüber mit dem oder 4 oder mehr, also wenn ich irgendwie einen 5er Chip gelegt habe und er hat nur eine 1er Verteidigung, dann würde ich halt mit dem hier angreifen, das heißt, ich würde würfeln und bei einer 3, 4, 5 oder 6 würde ich einfach einen Punkt machen. Wenn ich halt nur 1 drüber bin vom Wert, wenn er so eine 2er Verteidigung hat, ich habe einen 3er Angriff, dann würde ich hier nur mit der 1 würfeln und würde da halt nur auf eine 6 treffen. Aber ich kann natürlich Karten dahin spielen, die mir vielleicht mehr Würfe geben, die mir was zu den Würfelwerten dazu geben, die mir mehr Einkommen geben, dass ich halt irgendwie bessere Karten spielen kann, die mich mehr trainieren lassen, dass ich von anderen Kartenstapeln ziehen kann oder. Da gibt es halt relativ viele Synergien. Ein bisschen doof ist natürlich, dass ich dieses ganze Board, das ich habe, was da wo liegt, ist komplett egal. Das kann man jederzeit wieder neu anordnen. Aber wenn ich halt den Platz wechsle, weil ich jetzt mit einem anderen das nächste Duell habe, muss ich halt dieses ganze Board mitnehmen. Das ist natürlich bei Challengers mit dem Kartenstapel ein bisschen eleganter. Und ich habe jetzt viele Partien Challengers gespielt, noch relativ wenig Partien Golden Cup, aber auch schon 2, 3. Ich muss sagen, Challengers ist einfach ein bisschen direkter, auch ein bisschen emotionaler, dadurch, dass eben einfach diese Karten aufdeckt, wenn man sich bestimmte Dinge überlegt hat, die irgendwie zünden können, wo man auch verschiedene Charaktere in seinem Deck hat. Hier sind es eben wirklich einfach nur die Chips plus dieses Würfen, was ich da machen muss. Wie gesagt, ich habe Leute in der Runde gehabt, die haben gesagt, besser als Challengers auf jeden Fall, weil halt mehr Spielerisches drin ist. Ich bin dann immer noch eher Team Challengers, aber wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich das mitspielen möchte, würde ich auf jeden Fall nicht sagen, nee, weil es ist schon, glaube ich, ganz gut. Aber meiner Erfahrung nach kommt es auch sehr auf die Startkarten an. Wenn die mir irgendwas geben, was meine Engine geldmäßig zum Laufen bringt, ist es auf jeden Fall ein Vorteil, zumindest auf dem Level, wo wir das Spiel bisher jetzt noch spielen. Und dann das letzte Spiel ist Mord Story, erschienen beim Gemeiner Verlag. Und das ist so eine Art Fiasko, Eselsbrücke. Wir erschaffen gemeinsam einen Kriminalfall, indem wir hier dann diese Karten haben. Ich habe einfach Beweiskarten auf der Hand, Verdächtiger, Zeuge, Blutspur. Und es liegen dann immer in der Mitte 6 verschiedene Karten aus. Und wenn ich halt 2 von diesen Karten auf der Hand habe, dann kann ich halt die Frage beantworten, wo ist der Tatort? Und dann würde ich irgendwie sagen, im Rathaus oder auf dem Mond oder unter Wasser oder was auch immer, wird das vielleicht ein bisschen ausschmücken alles und dann würde ich halt quasi die Karte nehmen und das würden wir halt so lange machen, bis vor den 18 Karten, die im Spiel sind, nur noch, je nach Spielerzahl, 4, 3 oder 2 da liegen und danach geht dann so eine Runde los, wo man quasi sich daran erinnern muss, wer welche Frage hat. Also ich muss halt sagen, okay, ich glaube, du hattest die Karte mit, wo ist der Tatort, und wenn er sie hat, dann bekomme ich die.
Wen hat man sich da jetzt dran? Natürlich, indem man gemeinsam eine Geschichte entwickelt, die in der, also bei uns ist irgendwie der Weihnachtsbaum gekillt worden von irgendwie so einem Zeitreise-Dude, der mit dem Raumschiff nach Tatooine geflogen ist, weil da irgendwie die Hutten-Mafia, irgendwie Jabba war der Obercrack, der total harzsüchtig war und dieses Harz halt aus diesem Weihnachtsbaum rausgeholt wurde und dieser Harz irgendwie, dieser Baum irgendwie der letzte seiner Art war und auf dieses Harz aus dem Baum war Jabba besonders high und deswegen hat er halt irgendwie ein Kopfgeld ausgespuckt und wer halt einfach ne ihm dieses Harz gebracht hat, der das Ganze dann bekommen. Irgendwie diese Dinger, mit denen man Harz aus Bäumen holt, die werden irgendwie gar nicht mehr hergestellt. Deswegen muss man eine Zeitreise in den Schwarzwald machen, in die einzige Manufaktur, wo das Ganze noch hergestellt wurde, so zumindest in unserer Geschichte. Und das waren dann schon so Geschichten, die auf jeden Fall geholfen haben, sich an die Sachen zu erinnern. Natürlich ist ein bisschen der Trick dabei, ne, wenn das Spiel zu Ende ist, dann ist der nächste Spieler dran, muss sich an eine Frage erinnern. Zufällig wird das in der Regel immer die Frage sein, die der Spieler vor einem direkt davor beantwortet hat, weil die ist einfach noch sehr, sehr frisch. Und diese ganzen Sachen, die man erzählt, sind natürlich irgendwelche Erinnerungsstützen, die einen dann dazu bringen, so, okay, das und das wurde da irgendwie erzählt. Ah, deswegen musst du irgendwie, glaube ich, diese Fragenkarte haben. Hat zu zweit sehr gut funktioniert. Bei vier muss man mal gucken, wie gut das da mit dem genauen Zuordnen funktioniert. Ein bisschen komisch fand ich immer diesen unteren Teil der Karten. Warum brauche ich jetzt diese genauen Beweisstücke, um mir hier eine Karte aussuchen zu können? Weil wenn ich die nicht habe, dann muss ich irgendwie einen Beweis nachziehen, Beweise durchtauschen. Ich habe quasi einen leeren Zug. Und das ist ja das Letzte, was ich in diesem Spiel will. In dem Spiel interessiert mich eigentlich nur der obere Teil der Karten und ich möchte in jeder Runde irgendwie irgendwas erzählen können. Und dann hätte man vielleicht eine Mechanik anbauen können, die das irgendwie verhindert, dass man einfach aus allem was aussucht, sondern sich irgendwie bestimmt auf bestimmte Karten beschränken muss. Aber es wird so sein, dass jeder Fall komplett anders ist. Man wird wahrscheinlich einen richtig knallharten Kriminalfall konstruieren können oder sowas Absurdes, wie wir es getan haben. Sagt, dass wir dem erinnern und diesen Eselsbrücken bauen, hat mich halt ein bisschen an Eselsbrücke erinnert. Ich habe Fiasco leider noch nicht wirklich gespielt, aber auch bei Fiasco sitzen wir einfach gemeinsam und entwickeln eine Szenerie und das ist was, das sehr vielen Leuten sehr viel Spaß macht. Hier ist es halt auf jeden Fall immer eine Krimi-Szenerie, aber das ist halt auch so ein klassisches Geschichtenerzählspiel. Die gibt es leider sehr, sehr wenig und das kann Leuten auf jeden Fall auch Spaß machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da bestimmte Aspekte an dem Spiel auf jeden Fall hausregeln wird und was hier dann auch, na, hier steht es nicht drauf, aber in der Anleitung steht es drin, das Artwork ist KI-generiert. Das sieht man dem Artwork, finde ich, teilweise auch an. Da muss man natürlich auch wissen, ob man das irgendwie möchte oder nicht. Da hätte ich sogar noch ein bisschen besser gefunden, wenn es einfach hinten drauf gestanden hätte oder wenn auch einfach da der Verlag gesagt hätte, hey, coole Idee, glauben wir irgendwie dran, aber wir machen jetzt eben noch richtiges Artwork drauf. Ne? Wenn man das bei Spielentwicklung benutzt, das kann ich schon nachvollziehen. Aber das ist so eine Diskussion, die soll an anderer Stelle geführt werden. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Das waren auch weitere Neuheiten, die ich auf dem Tisch hatte. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich für euch. Ich drehe das Video gerade am gleichen Tag, wo ich das letzte Video gedreht habe. Das heißt, es fehlen immer noch 14 Abonnenten, bis wir bei den 30.000 sind. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, abonniert ihn also sehr gerne und dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut, bis bald und tschüss.